Grundsätzlich ist das Problem dann da, wenn ein Mensch abgewertet wird. Und das ist, ich weiß nicht, welcher Artikel von der Bundesverfassung dass das verletzt und die Menschenrechtskonventionen verletzt. Und zwar geht es um die Würde des Menschen, die verletzt wird. Und wir sehen in der Geschichte, dass Hate Speech, also Abwertung von Menschen, zu ganz schlimmen Sachen geführt hat. Also Menschen sind entmenschlicht und vernichtet worden. Und darum ist es so wichtig, also wir haben einen Unterschied zwischen Amerika und Europa. Also Amerika hat die freie die USA hat die freie Meinungsäußerung als zweiten Zusatzartikel in der Verfassung. Und bei uns in der Bundesverfassung kommt es irgendwie nach auf 16. Artikel, also in der Gewichtung. Also die Würde des Menschen ist bei uns in Europa aufgrund der ganz schlimmen Geschichte, die wir haben, viel höher gewichtet. Politpodium. Brisant, kontrovers, fair.